Hallo zusammen und ein herzlich willkommen hier bei euren Kriegerbob. Ja, ihr seht einen Call of Duty Black Ops Nr. 2. Er spielt von mir mal wieder, es tut mir leid, mit der güldenen MP7. Es musste sein, ich kann einfach mit keiner anderen Waffe spielen. Und somit komme ich auch schon zum Klassensetup. Ich habe natürlich die MP7 mit Schalldämpfer, erweiterten Magazine und dem FMG, also Vollmantel, geschossen. Dazu habe ich die Perks, ich glaube Leichtgewicht, Gewandtheit und Extrembedingungen. Ich muss gerade ein bisschen umdenken auf Deutsch. Denn ich habe die deutsche Version nämlich von Black Ops Nr. 2. Und ja, deswegen ist es ein bisschen schwer, das so zu übersetzen. Deswegen muss ich ein bisschen nachdenken. So, deswegen habe ich auch auf der 3 die Nummer. Auf der 3? Nee, eigentlich ist es ja nicht auf der 3. Ja, es ist ja Punkte-Score. Wie viele Punkte gibt eigentlich eine Drohne? Schreibt es in die Kommentare. Dazu nachher auch mehr übrigens über Kommentare. Bin ich sauer? So, nein, Quatsch, ich bin natürlich nicht sauer. Ich liebe euch alle. Nein, Quatsch. Also, ich habe auf der ersten Abschlussserie, auf der ersten Score-Streak, habe ich die Drohne. So, die nächste ist Delph Choppy und der dritte, der, hey, wie heißt das? Lodestar, ja, dieser Reaper da, der Lodestar, genau, ja. Gut, ich werde auf jeden Fall alle Abschlussserien mindestens zweimal erreichen und ja, ihr könnt euch schon mal freuen auf diesen Quickscope. Ja, wunderbar, ich habe mich gefreut, wie ein... Ja, ein Kind, das gerade seine erste Windel gewechselt bekommt. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann fangen wir mal ein bisschen an, hier off-topic zu labern, denn ich habe mir überlegt, ja, sollst du entweder ein Gameplay-bezogenes Commentary machen oder machst du etwas off-topic-Themas, was die Leute auch wirklich interessiert, denn jeder weiß es. Tut mir leid, Zockerritze, aber ich muss dich jetzt echt zitieren. Meine Lasagne hat mehr PS als dein Auto. Oh, ich hab das so gefeiert. Ah, ja, schön. Okay, ja, jeder hat's mitgekriegt. Jeder hat's wahrscheinlich auch noch gegessen. dieser Pferdefleischskandal bei, ich weiß nicht, bei wer? Rewe, Penny. Also Rewe, Penny gehören ja irgendwie so zusammen. Und Real, glaube ich, war es noch. Ich hab direkt danach gleich eine Lasagne gegessen, aus Protest. Ja, ich hatte Hunger und ja, wir hatten gerade Lasagne da. Wunderbar. Ich denke nicht, dass ich Pferdefleisch gegessen habe, denn ich habe es von Aldi gekauft. Ja, Schleichwerbung für Aldi ist mir doch egal. Übrigens, was der Typ hier macht, zielt der oder ist der AFK? Ich weiß es nicht. Ja gut, es ging, also wann kam das heraus mit dem Pferdefleischskandal, sagen wir es mal vor gut einer Woche. Das ist ja irgendwie genauso ein Hype wie der Harlem Shake. Ja, irgendwie vor einer Woche irgendwie bekannt geworden, schon alles ganz berühmt, alle regen sich auf. Ja, ja, das, mir geht es eigentlich nicht so auf den Sack, dass ich jeder damit auseinandersetzt, sondern dass sich jeder darüber aufregt. Das geht mir nämlich auf den Sack. Also, es regt mich auf, dass andere sich über die Sachen aufregen. Oder so. Na gut, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich mir mal den Harlem Shake angesehen und ich muss sagen, kranker als der Gangnam Style geht's ja nicht mehr. Also, das ist ja Wahnsinn, oder? Das ist, also, es gibt ja noch so eine Verarsche, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt irgendwie, der ist so ein Schwarzer aus Amerika, der ist total witzig, der hat sich irgendwie, scheiße, wie heißt denn der, ich weiß es nicht mehr, der Vorbeast da, dieser, ein Verrückter da, der Kommentator, ja, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie der heißt, so. Und, auf jeden Fall hat der, so eine Verarschung gemacht, ja, der tanzt erstmal ganz normal, der tanzt ist gut, der bewegt sich irgendwie komisch halt ganz normal, und dann geht der Harlem Shake halt richtig los. Und dann übergießt er sich mit Milch, wieso auch immer. Ich glaube, also mein Bruder, der Gammelfurz, der kennt das Video, wo er sich da mit Milch überschüttet. Ich frage mal und dann stelle ich, glaube ich, mal in die Beschreibung diesen Link rein. Ja. Gut, jetzt haben wir ein bisschen unnötige Zeit verschwendet über den Harlem Shake und über die Pferdeskandal, Fleischregel, irgendwie sowas. Kann das sein? Ist das Deutsch? Na, ist egal. Und ja, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu meinem Kanälchen. Ja, ich sag extra Kanälchen mit 16 Abonnenten, kann man ruhig noch Kanälchen sagen. Ja, ich möchte niemanden kränken damit. Aber ich mach noch nicht mit 17 oder 18 Abos Partnerschaft. Okay, na gut, du kannst natürlich Partnerschaft machen, ne? Du verdienst ja auch ein bisschen dadurch, ne? Aber lohnt sich das wirklich? Ich meine, wenn du 1 Cent, nicht mal 1 Cent für einen Aufruf, ne, für 10 Aufrufe oder so bekommst, dann lohnt sich das doch kein bisschen Partner zu werden, oder? Also, ich weiß es nicht. Also, ich mache Partner nicht mit 17 Abos, auf keinen Fall. Ich mache Partner mit 18.
Und ja, da lohnt sich wenigstens. Ja, da kriegt man nochmal 0,1 Cent mehr. Lohnt sich auf jeden Fall. Oh, Verzeihung. Und ja, jetzt rede ich ein bisschen Stuss daher. Ist aber egal. Jetzt möchte ich eigentlich. Wollte ich so einen kleinen Übergang zu meiner eigentlichen Sorge rübergreifen. Ja, ihr könnt mich ruhig Pessimist nennen, ist mir egal. Ich habe einen schwäbischen Lehrer, deswegen, ja, die Schwaben sind ja alle so pessimistisch und ich muss den jeden Tag aushalten. Aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich es geil finde, wie viele Likes ich bekomme, also wie viele Daumen ich bekomme. Da weiß ich, ah ja, das gefällt denen, ah, und ein Dislike gab es auch schon, ja, das gefällt nicht so, aber das sind immer so, ja, die gemischten Gefühle. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ein Kommentar mal da geblieben wäre, ja. Also ich habe bei diesem Live-Commentary, oder war es Live-Commentary? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf irgendeinem Video habe ich irgendwie 6 Likes oder 7 Likes, aber keiner hat kommentiert. Das fand ich, ja, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen schade. Denn ich möchte auch wissen, warum es euch gefällt oder warum es euch nicht gefällt, ja. Gutes Beispiel auf jeden Fall war bei mir, als ich dieses, wie finde ich ein Commentary-Thema, Commentary gemacht habe, ja, da hat der liebe Neo Shane, den ich ja persönlich sogar kenne, ja, mir geschrieben, klingt übel abgelesen, ja. So, dann weiß ich, okay, bring's ein bisschen glaubhaft darüber, dass ich es nicht abgelesen habe. Ich kann erstmal bestätigen, ich habe es nicht abgelesen, ja. Ich habe mir die Sachen gemerkt, ja. Ich habe es förmlich dargestellt und ja, ich habe es ein paar Stichworte natürlich auswendig gelernt, habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben, ja, muss man natürlich. Aber ich kann schon sagen, bis zu 80% habe ich alles auswendig gesagt, auf jeden Fall. Gut, auf jeden Fall meine Bitte, ich würde wirklich gerne ein paar Kommentare sehen, ja. Ich fände es auf jeden Fall richtig cool, dann hätte ich ein bisschen Rückmeldung, habe ein bisschen Kontakt mit euch. Wobei, ja, die Hälfte von meinen Abonnenten sind natürlich so meine Freunde oder so, aber die andere Hälfte zum Beispiel nicht, ja. Und da könnt ihr mir ruhig mal was da lassen, das würde mich auf jeden Fall freuen. Auch zu dieser Trolltage, also ich hab's. Ich musste lachen über meine eigene Trolltage, das ist ja auch mal gut, ne? Also nicht, dass Eigenlob stinkt, aber ich war wirklich stolz auf meine Arbeit, ja. Und ja, da freut man sich natürlich auf jedes Kommentar und auf jeden Daumen, natürlich. Ich will nicht sagen, dass irgendwelche Daumen irgendwie schlecht sind, aber ich komme nicht auf den Punkt, ich weiß, bla bla bla. Ich will nur damit sagen, dass Kommentare wirklich schön wären. So, gut, dann haben wir noch ein bisschen Zeit, dann kann ich noch ein kleines Thema anritzen, würde ich es gerade mal sagen. Ja, wie sage ich das am besten und wie soll ich es am besten erklären? Mein Bruder hat es zum Beispiel nicht gerafft. Also, es ist ein bisschen kompliziert. Ja, stellt euch das mal folgendermaßen vor. Ihr spielt Herrschaft, Black Ops 1 oder so, da gibt es ja kein Zeitlimit, ne? Und stellt euch mal alle mal vor, es gäbe ein Match, das irgendwie nie Flaggen eingenommen wird, ja, praktisch 0-0, so. Und bei Herrschaft geht es ja bis 200 Punkten. So, jetzt meine Überlegung. Wie lang geht so ein Herrschaftsspiel, ja, wenn man keine Flaggen einnimmt? Das wäre mir echt interessant und ich habe auf jeden Fall was vor. Ich muss noch so ein paar Leute, so ein paar Connection-Leute da so fragen, ob sie da irgendwie Bock drauf haben. Ja, und wer noch dazu Bock hat und dazu eine PS3 und Black Ops 1 hat, weil bei Black Ops 1 zum Beispiel auf Fire Range funktioniert das ja richtig gut, habe ich mir schon im Kopf durchgehen lassen. Und ja, meldet euch einfach, schreibt es in die Kommentare, schreibt mir eine private Nachricht. Ich bin für alles offen. Und ja, das war eine perfekte Übergang zum Schluss. Ich sag schon mal Ciao mit Au, Tschüss mit Ö und Tschüss mit Öst mit einem 57:4. Ja, und 200:66. Subs hat übrigens auch mal einen Lodestar geschafft, doch er hat ja seine PS3 verkauft. Was für ein Lappen. Daumen hoch. Also dann, ciao mit Au, tschüss mit Ö und tschüss mit Ös bei eurem Kriegerbob.